Ein Hochhaus aus Holz. Dieses außergewöhnliche Bauwerk entsteht am Stadtrand von Wien. Mit 24 Stockwerken und 80 Metern Höhe war es bis vor kurzem das höchste Holzhochhaus der Welt. Frühmorgens beginnt der Arbeitsalltag für Polier Thomas Scherzer. Der 28-jährige Burgenländer pendelt täglich von Bernstein auf seine Baustelle am östlichsten Rand von Wien. Lange Anfahrtszeiten gehören zu seinem Baujob dazu. Ja, also schon zwischen 2 und 3 Stunden. Zusammengerechnet in der Früh und am Abend. Je nach Verkehr. Die sogenannte Hybridbauweise von Holz und Beton ist auch international gesehen noch sehr selten. Für den burgenländischen Polier ein erster großer Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Also wir sind halt ein junges Team und dass wir eigentlich in dem Alter schon so ein großes Projekt eigentlich leiten, ist natürlich dementsprechend interessant und man will natürlich auch über Social Media andere Leute daran teilhaben lassen. Ich mache zum Beispiel öfters Instagram-Stories, weil vielleicht interessiert sie wen oder könnte wen interessieren. So wie jetzt zum Beispiel, wenn da die Ampel oft dann auf rot ist, da habe ich dann immer Zeit und da ist ein super Blick auf die Baustelle. Und wenn die Sonne passt, ist das ein perfektes Foto. Im Oktober 2016 erfolgte nach 2,5-jähriger Planungsphase der Spatenstich für das Holzhochhaus. Bis zu 180 Bauarbeiter sorgen für einen raschen Baufortschritt. Morgen. Schauen wir aus, jeder frisch und munter? Ja. Sehr schön, gehen wir's an. Bauhelfer Franzi sorgt in aller Früh für gute Stimmung und die richtige Morgenlektüre. Wunderbar. Wie wichtig ist die Zeitung in der Früh? Sehr wichtig. Ich lese prinzipiell sehr gerne die Nachrichten. Bin immer am neuesten Stand oder möchte gerne am neuesten Stand informiert sein. Und deswegen ist es mir sehr wichtig. Was ist die Lieblingszeitung? Österreich heute, beziehungsweise auch Kronenzeitung. Neben der Zeitung für den Vizepolier kümmert sich Bauhelfer Franzi auch um den Morgenkaffee. Heute allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Ja, aber der ist kaputt, sehen Sie. Der Frühkaffee ist schon kaputt. Das ist das Problem. Kaputt. Wegschmeißen. Freut man sich jeden Tag auf das? Freuen wir uns nicht jeden Tag, aber es geht, gewöhnt man uns. Aber kein Freund kann man uns nicht freuen. Nur wann ist Freitag am besten? Dann ist kurz der Arbeitstag, aber normal ist so, passt alles. Gewöhnt man uns. Ja, muss man nur im Kopf haben. Muss man arbeiten und dann geht. Was sagen wir, es geht nicht, dann geht nicht. Was sagen wir, es muss so sein, dann geht. Baustellen funktionieren meist als Wanderzirkus mit Containern. Vom Werkzeug bis zum Büro ist alles in den mobilen 4 Wänden untergebracht. Kommt natürlich immer auf die Größe der Baustelle an, aber im Grunde genommen wandern die eigentlich mit, ja. Also wir leben eigentlich auf der Baustelle in erster Linie in Container. Die Bauleitung des weltweit einzigartigen Projekts liegt in den Händen des 28-jährigen Poliers und seiner 27-jährigen Bauleiterin Jennifer Plank. Da gibt es nächste Woche einen Termin mit dem Bauschutz, generell wie die Beschichtung in der Garage dann gemacht wird. Als Frau ist das nicht leicht. Da muss man mal zeigen, was man kann, damit man überhaupt einmal nicht nur als Frau gesehen wird und was will ich jetzt da, sondern einmal am Tisch schauen quasi und dann passt das ganz gut. Und jetzt haut das super hin. Also ich glaube, bei den ganzen Baubesprechungen und mit den Firmen, was wir zusammenarbeiten, gibt es eher weniger Probleme. Ein 120-Meter-Kran ist der ganze Stolz der Holzhochhausbaustelle in der Seestadt in Wien. Für Kranführer Jakob ist der tägliche Aufstieg zum Arbeitsplatz ein Genuss. Mit der Früh aufgehen und mit der frischen Luft und siehst du fast die ganze Wien auf. Freut schon, ja. Etwa 10 Minuten dauert der Aufstieg. Mit dem Riesenkran muss der Kranführer schwere Lasten wie Holzkonstruktionen, Betonplatten oder Pfeiler sicher über die Baustelle manövrieren.
Der Kranführer arbeitet per Funk mit den Arbeitern am Boden zusammen, manchmal auch ohne Sichtkontakt auf die schweren Lasten. Dieser Kran ist direkt sehr viel. Der Bauteil 3 haben wir gemacht, der war zwei Träger mit 12,8 Tonnen. Sehr stark ist der. Der spektakuläre Arbeitsplatz hat aber auch seine Schattenseiten. Für manche Bedürfnisse gibt es gewisse Einschränkungen. Das leider muss ich sagen, du musst mal oben in die Flasche. Aber wenn so Stühl war, dann muss unten gehen. Für die Millimeterarbeit am Kran ist gutes Sehvermögen und eine perfekte Auge-Hand-Koordination notwendig. Wir haben Kontakt mit dem Funkgerät, mit den Leuten unten. Und die Zeit läuft, dann bist du immer beschäftigt, wie nur mal. Die Zeit geht eh. So. Das ist mein Job und jeder, der kennt gut seinen Job, macht da Spaß. Bei mir macht es Spaß, wirklich. Ja, ich bin dort, dann kann man gehen. Ja, wo stehst du? Welche Seite? Ja, es geht los, ja. Wenn du nichts siehst, du musst vertrauen, Mensch, über Funk und das genau anweisen. Und wie gut funktioniert die Zusammenarbeit? Kommt drauf an, wenn man manchmal hat, so mit den guten Leuten unten, was die über Funk alles machen, Spaß. Und die anweisen genau, dann geht. Aber wenn die zum Beispiel die Leute sind nicht so, dann ist es ein bisschen anders. Ein Hochhaus aus Holz. Auch wenn Holz einer der ältesten Baustoffe der Welt ist und mehr Gewicht als Beton tragen kann, ist die Baustelle in der Wiener Seestadt eine große Herausforderung. Der Hybridbau aus Holz und Beton ist in der erst vierjährigen Polierkarriere von Thomas Scherzer ein echtes Highlight. Ja, der Hybridbau, so wie man eigentlich da eigentlich haben auf der Baustelle, ist halt eine neue Bauform. Und für mich sowieso, also ich habe in keinster Weise noch mit einem Hybridbau zu tun gehabt, weder in meiner Lehrzeit noch als Polier. Und deswegen finde ich das eine sehr interessante Baustelle. Und ohne Gastarbeiter würde auch die Hochhausbaustelle nicht funktionieren. Wie viele Nationen gibt's? Viele. Die meisten sind eher aus dem kroatischen, also aus dem, wie heißt das, Balkan. Polen haben wir jetzt auch viele. Spanier haben wir auch schon auf der Baustelle gehabt. Engländer. Ja, man trifft einige. Alter, wo ist dieser Aufzug? Tschüss, Franzi, wo ist der Aufzug? Der gehört da, oder? Der zweite, da kommt der erste, das wird zu langsam. Jeder stoppt auf, jeder Stockwerk ist gestoppt. Bauhelfer Franjo, alias Franzi aus Kroatien, sorgt für gute Stimmung auf der Baustelle. Da ist ein bisschen wenig Luft, oder? Es gibt leider keinen Aufzug mit Lüftung. Mit keiner integrierten. Polier und Helfer machen heute ihren Sicherheitsrundgang. Was denn, Franzchen? Du bist wie mein Wachhund, gell? Ja. Wenn irgendeiner keinen Helm oder so trägt oder irgendwas bei der Sicherheit hat, musst du gleich zusammenscheißen. Sicher mach ich das. Schau mal, da ist ja das Problem, da schaut überall aus, wie das so. Schau, das Blech, das ganze Plastik hat weg, wenn das der Wind nimmt, das fliegt dann alles hoch, gell? Ich bin Arbeiter, aber normal, ich bin für alles da, Baust. Wo brennt, da bin ich. Und das geht, mir gefällt. Bisschen bin ich da, bisschen da, kann man sagen, alles. Mach mal, mir geht. Weil ich bin Jüngste und so, ich kann immer aufspringen, runtergehen, ist nicht so große Problem und so. Und Schmäh für das da? Alles mach ich bin für alles da. Wenn ich alle traurig, mach ein bisschen Schmäh, jeder arbeitet dann, lacht mal, so. Solche Sachen. Als Übersetzer bist du da tätig? Ja, ein bisschen, ich bin von Kroatien, ich komme von Slowakei, da sind 30-40% ist ähnliche Sprache und so, weil kann ich auch viel verstehen und so. Lernt man auf Baustellen auch andere Sprachen? Ja, Slowakisch, Polnisch, aber wenigstens am Schad, am wenigsten Deutsch. Oh, servus. 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 Wie geht's? Kako je, dobro? Ja. Doperate. Doperate. Ja. Wie lange arbeitet ihr heute? Heute bis halb vier oder fast. Halb vier? Ja, genug. Okay, passt genug.
zu warm oder so, nur Wasser, ein bisschen mehr trinken, dann geht. Okay. Was soll man machen? So hat er. Man muss kontrollieren, dieses Netz muss gespannt sein wegen dem Wind. Wenn Wind bläst, kann das zerreißen. Das passiert oft mal. Man ist gespannt. In knapp 80 Metern Höhe wird gerade die Außenfassade fertiggestellt. Nur ein Netz trennt die Arbeiter vom Abgrund. Einfach, wenn du hast Angst, dann hast du Angst. Dann ist es zu gefährlich für jeden Mensch. Wenn er hat echt Angst, dann muss er vergessen, für diese Arbeit kann er machen etwas anderes. Boden. Nach knapp 3 Jahren Bauzeit steht das Holzhochhaus vor der Fertigstellung. Was ist das Schöne an der Arbeit? Wenn ich sehe Ende, das ist die schönste Arbeit. Anfang ist nicht so schön, aber Ende ist immer schön. Immer. Auch auf der Holzhochhausbaustelle in Wien mischt eine junge Frau im männerdominierten Baugewerbe mit. Die spektakuläre Baustelle wird von der Burgenländerin Jennifer Plank als Bauleiterin geführt. Für die 27-Jährige ein ganz normaler Job. Ich bin schon aufgewachsen mit mehr Burschen als Mädels. Ich habe die HTL gemacht, da waren auch viele Burschen. Ich finde, das ist einfach einfacher, wenn ich hier im Büro was teilweise mit vielen Frauen, was da für Themen geht. Also da bin ich froh, dass ich viel mit Männern zusammenarbeite. Und das ist einfach unkompliziert und mir taugt das Lockere, der Umgang und der Schmäh. Und das bin ich und deswegen passe ich da ganz gut her, glaube ich. Rund 10% beträgt der Anteil an Frauen im Baugewerbe. Frauen kommen immer mehr in Berufe, die nicht üblich sind. Und ich finde das auch total notwendig. Und die alten Klischees mit Frau hinterm Herd hat überhaupt nichts verloren mehr in der heutigen Zeit. Und ich finde es cool, dass ich da mitwirken kann und das den Männern sagen kann, dass auch Frauen was drauf haben, auch im Bau. Die Bauleiterin muss auch heute wieder mehrmals auf der Baustelle die Handwerker instruieren. Es passiert immer irgendwo was oder es ist irgendwo was unklar. Und dann muss man einfach schnell reagieren und fortgehend sich das anschauen und Entscheidungen treffen. Ab Ende 2019 sollen in dem Holzhochhaus ein Hotel, Apartments und Gewerbeflächen untergebracht werden. Und zwar, wir haben gestern einen Bauherrentermin gehabt. Und die Bauherrin wünscht sich, dass die komplette Schleuse in diesem Umbragrau lackiert wird, gestrichen. Und ja, dazu gehört die Lichtschiene bitte einmal nochmal runter, weil wir machen da einmal ein Muster. Und dann lassen sie das nochmal freigeben. Die Schotte werden auch überlackiert. Okay. Und dann kehrt die Lichtschiene wieder drauf montiert, dass wir es nochmal sehen im Komplettzustand, okay, dass wir es freigeben lassen über die können. Bühne laufen? Ja, nächste Woche war gut. Nächste Woche? Ja. Okay. Ja. Sagst du mir Bescheid, wann Ende nächste Woche. Na, da ist der Feiertag, da machen wir übernächste. Da kommt sicher nicht mehr raus. Übernächste gefühlt. Okay, passt. Ja, mhm. Ja, ist sicher nicht einfach, würde ich sagen. Es ist ein großer Unterschied, ob da jetzt ein Mann daherkommt, sage ich mal. Oder eine junge Frau, da muss man sich erst einmal sicher dran gewöhnen. Aber sie hat ein sehr hohes Auftreten und sie hat das eigentlich relativ gut im Griff, muss ich sagen. Trotzdem sind Frauen in Handwerksberufen auf Baustellen immer noch Ausnahmeerscheinungen. Wir haben sogar schon eine Elektrikerin mitgehabt, aber die hat sich eigentlich nicht lange gehalten. Warum? Ja, ich weiß nicht, das war ein bisschen zu viele Männer am Bau. Ich glaube, wir bleiben lieber unter uns. Haben wir es ein bisschen leichter vielleicht. Bauleiterin Jennifer Plank lässt sich trotzdem vom Leben am Bau nicht abbringen. Ich habe die HTL gemacht und war für mich eigentlich klar, dass ich das nicht wegschmeißen würde 5 Jahre und es doch probieren sollte, obwohl es schwierig war am Anfang. Ich dachte, soll ich es wirklich wagen als Frau im Bau, traue ich mir das, hat es hin. Und habe dann ein gutes Angebot gekriegt und habe mich dann doch dazu entschlossen, es zu machen. Ja. Und war eine gute Entscheidung. Bauhelfer Franzi aus Kroatien macht auf der Holzhochhausbaustelle in Wien-Seestadt seinen täglichen Sicherheitscheck. Für ihn ist es eine ganz besondere Baustelle. In ganz Wien kann man sagen, das ist das höchste momentan Gebäude, 84 Meter hoch. Wir sind momentan auf 24. Stockwerk und haben eine perfekte Aussicht, haben das Wasser, ist wirklich schön. Das ist wie eine, ich sag mal, Star in dieser Stadt momentan, ist diese Baustelle. Mit direktem Blick auf den Badeteich des neuen Stadtteils.
ist immer alles so hübsch und so, wir müssen arbeiten, aber was soll man machen? Wir arbeiten und sie baden. Jemand muss auch baden, jemand muss arbeiten. Doch bald ist auch für Franzi Feierabend. Komm. Servus, das ist unsere Maura. Kennst du alle Arbeiter auf der Baustelle? Fast jeder, fast jeden. Bei jeder fast kommt zu mir, braucht man das, braucht man das. Ja, Kollege, kannst du hier reinkommen, bitte. Ja, kommst du, nächste, ja, kommst du rein, du wartest. Du kommst bitte. Kein Problem. Das ist unsere Mauer. Gute Arbeit da. Grazie, Signorita. Wichtig ist der Franz für die Stimmung. Ja, den braucht man auf jeden Fall. Wer drückt das so da? Das Holzhochhaus hat international viel Interesse ausgelöst. Auch Franzi ist nach 3 Jahren auf der Baustelle immer noch stolz auf sein Hochhaus. Man fährst du neben U-Bahn und du sagst immer, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. So ein Haus, das ist was anderes, das ist ein normales Haus. Das ist fast wie ein eigenes Haus, was du machst. Ohne Baustelle kann man nicht überleben. Bei Baustellen kann man gut Geld verdienen, mit normalem Schulabschluss und so. 2000 pro Monat ist perfekt für normale Stunden. Weil woanders bei dem Meister oder woanders arbeitet, 1400 ist zu wenig, extrem, aber Baustelle bin ich zufrieden. Servus, Maestro!